Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem frischen Let's Play zu Little Nightmares. Wir hatten in der letzten Folge, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das eher so eine Psychiatrie ist, hat mal aufgehört mit diesen ganzen Dummies, die einen verfolgen, die komischen Hände. Und genau an dieser Stelle machen wir jetzt weiter. Ich bin richtig gespannt auf diese Folge. Der Gruselfaktor ist da. Dieser Abschnitt gefällt mir besonders gut. Und ja, ich freue mich. Wir fangen an. Meine Nase. Bevor ich wieder niesen muss. Genau, hier hatten wir aufgehört. Aufwachen, los. Man weiß halt nicht, welche von denen sich bewegen wird, ne? Ist echt nervig. Aber geil. Hier ist bestimmt wieder so ein Collectible. Hallo? Ne, ist nichts. Puh, here we go. Okay. Ah, es könnte jeden Moment was passieren, dieser Gedanke allein schon. Ne? Ah, ist wieder so komisch. Geh doch rein. Ach, diese Soundkulisse, ne? Macht das Ganze natürlich geiler. Nochmal. Ja, jetzt fangen diese ganzen Jumpscares an. Ich habe das Gefühl, mit der Taschenlampe langsamer laufen zu können, deswegen benutze ich die jetzt erstmal nicht. Wenn ich hier jetzt nicht kann, dann versteht man, woran das liegt. Nee. Muss ich dann da drüber springen? Kann das sein? Also wenn er mich so greifen will, dass ich dann einfach springe. Ich weiß nicht. Weil wie soll ich denn da sonst vorbeilaufen? Also mehr als rennen kann ich ja nicht machen. Ich probiere das mal aus mit dem Springen. Ich springe jetzt gleich. Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Ich bin gesprungen, nämlich. Okay, noch mal konzentrieren. Nach unten laufen, wenn ich nach rechts laufe. Wie springen geht, nicht vorbeilaufen, funktioniert nicht. War da was, wo ich dann hochklettern muss? Da war doch nichts, oder? Ich muss mal nochmal gucken. Jetzt darf ich natürlich hier erstmal nicht sterben. Ist mir auch noch nicht passiert. Das nervt. Dieses random Ding nervt wieder.
So, was mache ich jetzt hier? Was mache ich? Ich kann doch nichts machen. Ich bin jetzt extra stehen geblieben. Ich wollte mal die beobachten, was man da machen kann, aber. Meinst du mit dem Stück Käse? Und da ist auch ein Augensymbol. Halte mich für verrückt, aber kann es sein, dass dieser Käse hier die Lösung ist? Aber was mache ich denn damit? Weil da ist ein Stück Käse und ein Augensymbol. Nach dem Motto, achte darauf. Aber. Ah, ist echt nervig hier jetzt gerade. Sorry Leute, ich komme jetzt hier echt nicht weiter. Das Problem ist, selbst wenn man weiterkommt, man muss ja am Ende sozusagen sowieso sterben, um überhaupt die Lösung zu finden. Ein bisschen rumexperimentieren. Das frisst natürlich Zeit. Aber was mache ich mit dem Stück Käse? Was mache ich denn jetzt? Hier. Vielleicht doch wieder mit der Taschenlampe. Ja, was mache ich jetzt? Ich check's nicht, ehrlich nicht. Vielleicht von oben in die oben langlaufen? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, die Puppe hinter mir macht ja ein bisschen Druck. Sonst hätte ich gesagt, ich bleibe stehen, warte ab, bis die Puppe vor mir sozusagen zu mir kommt, mich greifen will. Ich laufe so einen kleinen Bogen um ihn herum. Aber ich kann ja nicht nach hinten laufen. Ich kann eigentlich auch nicht stehen bleiben. Ich probiere es nochmal mit dem Schuh. Ich probiere es nochmal mit dem Springen, Leute. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum hat die Puppe mich jetzt nicht mehr verfolgt? Woran liegt das? Warum ging es vorher nicht? Warum klappt es jetzt? Leute, eine Runde aufklären bitte. Einmal in den Kommentaren schreiben, warum das jetzt so war. Hä, war das jetzt einfach nur mega Zufall? Hatte ich einfach unnormal Glück, dass das so ein bisschen buggy war? Oder gibt es da echt eine Möglichkeit zu sagen, okay, die Dinger verfolgen mich nicht. Mit der Taschenlampe wirklich drauffallen, aber ich habe nicht drauf gehalten. Komisch. Naja, unnötig Zeit verloren. Was heißt unnötig? Ne? Gehört ja auch irgendwie dazu, zu testen, zu sterben. Aber wirklich schlauer bin ich jetzt dadurch nicht. Naja. Aber ich würde es mal echt gerne wissen. Schreibt es mal bitte in die Kommentare.
Zacke. Hab ich auch schon direkt gecheckt. Schieben muss ich vielleicht. Moment, kann ich das Ding nach vorne schieben? Nach vorne nicht, nach hinten nicht. Ja, hier irgendwas. Man muss das Ding kaputt schlagen. Wir werden schon herausfinden. Den kann ich auch nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Ach cool. Okay, hier geht's nicht weiter, das war jetzt nur der geheime Raum für so ein Collectible wieder. Sonst kann ich hier, glaube ich, nichts machen. Ja. Haben die, ey, was haben die denn hier für Experimente gemacht? Das ist schon krank, also eine kranke Fantasie. Aber echt heftig, was hier so abgeht. Also an den Räumlichkeiten merkt man ja schon, dass das alles andere als schön war. Brauche ich hier, glaube ich, keinen zu erklären. So, nehmen wir mal so eine Seife mit. Werfen wir mal dich ab. Ja, ich muss das Ding schieben. Warum kann ich es denn nicht schieben? Nachdenken. Ey, bin ich so blöd? Check ich das einfach nicht? Also ich hoffe, andere Leute kommen genauso schlecht weiter wie ich und müssen auch länger nachdenken, sonst komme ich mir echt blöd vor gerade. Was war denn hier nochmal mit dem Schalter? Achso, nee, das war schon richtig. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott! Was mache ich jetzt? Das meine ich. Was kann man da machen? Ich hab jetzt. Achso, muss das Licht dann wieder anmachen, so schnell es geht? Was? Fange ich hier wieder an? Alter! So, okay. Der muss ja aufstehen. Dann muss ich jetzt. Muss er wieder zum Schalter laufen? Hier kommt ja wieder die Mechanik, die ich eben schon nicht verstanden hatte. Wie kann ich das so machen, dass sie mich nicht mehr verfolgen? Also, ich mach mal wieder mit dem Licht. Ich lauf dann zurück. Kann ich jetzt hier einfach. Das reicht von der Geschwindigkeit nicht. Es hat schon was mit dem Licht zu tun, merke ich gerade.
Ich muss einfach nur die Taschenlampe auf die richten, damit die mich nicht mehr verfolgen. Das ergibt Sinn. Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich probiere das jetzt aus mit dem Collectible. Weil ich habe das Gefühl, weil ich ja das Rätsel von neu starten muss, dass ich auch das Ding wieder einsammeln muss. Aber ich habe irgendwie so ein Déjà-vu, dass wir das schon mal hatten. Und man das eben nicht nochmal neu einsammeln muss. Kann das sein? Ja. Die zählen dann trotzdem dazu. Ich glaube, das hatte ich schon mal in einer Folge getestet. Weiß aber nicht mehr. Bin mir unsicher. Ja. Ach, der Spring- und Klettermann, ich meine, wie gesagt, finde ich nicht so schön. Klappt nicht immer. So, einfach das Licht auf die richten, falls das ist. Das habe ich jetzt auch dazu gelernt. Bisschen spät. Ja. Ja, das passt. Angespannt, ey, meine Finger, mein Herz, einfach alles. Ach, geil. Geil, geil, geil. Ich habe die Vermutung, dass ich das hier da reinwerfen muss. Ach so. Ey, wie blöd. Das Ding natürlich. Jetzt mache ich es noch kaputt. Mein Gott, schwere Geburt. Ich weiß nicht warum, aber jetzt passiert was bei mir. Aber auch nicht. Hello, my friend. So, das nehmen wir jetzt mit. Hab nämlich jetzt. Jetzt müsste es passen. Gut, wir haben es gelöst, würde ich mal sagen. Hört sich nicht gut an. Boah, das Licht sieht auch richtig geil aus, merke ich gerade.
Oder? Das Reflektieren des Lichtes und sowas? Ja, haben sie schon richtig gut gemacht. Krank. Was wird jetzt hier passieren? Oh, ich höre da schon was. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Ich möchte ungern rein, ehrlich gesagt. Aber ich muss da rein. Der wird es gleich bewegen. Das Gefühl, dass hier was drin ist. Wie ist es denn jetzt, die Hand? Ah, hier. Spring. So, jetzt. Ah, diese Hand, ne? Komm her. Hey, wie der mich outplayt, ey. Aua. Komm. Ey, Mann, warum geht der denn jetzt weg? Ah, das war jetzt unnötig. Oh, wie knapp. Beeil dich doch. Bist du fertig? Damit nicht sterben. Will das nicht vorbei machen. Puh, diese Hände sind auch echt sehr nervig, muss ich sagen. Gott. Okay, ich sehe auf jeden Fall Jason. Ich sehe Freddy Krüger. Ich sehe Boo von Dragon Ball in Alt. Und ich sehe auch so einen Minenarbeiter von Demon's Souls. Der rastet da wieder so aus. Was ist das denn? Was geht da ab? Was ist das denn, ey? Okay, hau ab. Mach mal das Licht. Alter. Boah, das ist so creepy, Leute, ja? Ehrlich. So. Muss wieder ganz leise sein. Echt creepy.
Schnell, schnell, schnell. Wo muss ich hin? Da, da durch. Okay, jetzt noch nicht. Ich trau mich jetzt noch nicht. Einen Moment. Oh mein Gott. Jetzt gleich, wenn er da beschäftigt ist. Jetzt. Komm, 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 beeil dich. Hier geht's 100 pro weiter. Klar, war ja klar. Alter, das ist... wie ein Traum. Ehrlich, das ist wie so ein Albtraum. Nee, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Gott, ich muss da was dagegen werfen. Ah, das wird doch jetzt echt nervig. Achso, muss ich auch auf den Matratzen laufen? Ich muss dann mir so ein Spielzeug schnappen und das dann gegen den Schalter wahrscheinlich werfen, und unter dem Schalter ist ja die Matratze, damit das nicht so viel Geräusche macht. Darf ich mich jetzt auch bewegen, wenn der genau möglich ist? Nein. Ich frage mich das schon und mach's trotzdem. Habe ich jetzt da auch gesehen? Ja. Das war jetzt ein Fehler von mir. Hätte ich nicht machen dürfen, wenn er genau über mir ist. Hier darf ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Ich darf mich jetzt hier nicht bewegen. Jetzt erst. Na, man muss hier echt geduldig sein. Kann man so gruselig sein? Komm doch nicht mit, bleib doch da. Jetzt darf ich keine Geräusche machen, Leute. Kommt der genau zu mir? Ja, kommt der. Weiter. So, jetzt muss ich das Teil werfen und dann schnell durch. Aber ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Wo geht der hin? Nee, das ist mir schon zu riskant. Das ist mir zu riskant. Ich weiß nicht, ob er mich dann sehen würde. Das mache ich lieber nicht. Ich warte, bis er wieder verschwindet. So, jetzt meine Chance. Meine Chance. Und schnell durch. Schnell. Hab's geschafft. Da könnte ich gar nicht entdeckt. Wie denn? Kann ich doch gar nicht entdeckt haben. Ja, ich hätte nicht losrennen dürfen.
Moment mal, wenn ich jetzt nicht losrenne. Ja doch. Ja, was mache ich denn? Okay, naja, ich muss da nochmal ein bisschen durchchecken. Ja, die Folge endet jetzt hier leider. Ich muss mir das mal jetzt nochmal beim nächsten Mal genauer anschauen, was ich da mache, weil wenn ich das Teil werfe, wird er mich sowieso erwischen. Obwohl, ob ich jetzt schleiche oder nicht, der entdeckt mich ja sofort. Keine Ahnung. Wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Richtig, richtig geile Folge wieder. Richtig gruselig. Bisschen schwierig, meiner Meinung nach, wieder. Kriege ich aber hin. Und aktiviert die Glocke, damit ihr auf jeden Fall kein weiteres Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao. Thank you.